Und damit hallo und herzlich willkommen zu Update Wirtschaft. Das ist Ihre tägliche Börsensendung hier live vom Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und wie Sie vielleicht schon hören und auch schon sehen, heute ist hier einiges los. Die Börse hat geladen zum Frühstück. Das ist eine Veranstaltungsreihe hier mit Vertreterinnen und Vertretern vom Finanzplatz, aber auch hoher Besuch aus Berlin heute. Die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger ist auch zu Gast. Thematisch geht es heute um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Es geht um Themen wie Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Wachstum und wie man da natürlich Lösungen finden kann und auch muss, denn der deutschen Wirtschaft geht es schon länger nicht gut. Das Bruttoinlandsprodukt ist zuletzt im dritten Quartal erneut geschrumpft und das liegt vor allem an weniger Konsumausgaben. Kann man sich natürlich heute beim Black Friday nicht vorstellen. Der treibt natürlich viele Menschen in die Geschäfte, allerdings die Konsumausgaben sind zurückgegangen zuletzt. Man merkt einfach, die Menschen halten auch in Zeiten von Inflation noch ihr Geld weiter zusammen. Und das trifft mitunter auch manche Restaurantbesitzer. Denn auch da, je nach Restaurant, im ländlichen Raum ist das eher ein Problem als vielleicht in den großen Städten, bleiben immer wieder die Kunden aus. Und jetzt kommt ein nächster Klopper für die Gastronomiebranche. Der Aufschrei ist sehr, sehr groß, denn ab nächstem Jahr soll die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants wieder steigen auf 19%. Und jetzt ist die Diskussion einfach groß. Es wird über Insolvenzen gesprochen, die dort drohen könnten, auch durch diese Mehrwertsteuererhöhung. Und über all diese Themen spreche ich jetzt mit meinem ersten Gast. Und das ist Andreas Kimmel, Gastronom aus Frankfurt. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend, Frau Wolf, hallo. Fangen wir doch mal an aus Ihrer Praxis, aus Ihrem Restaurant. Was ist so der Kassenschlager bei Ihnen? Was ist das beliebteste Gericht? Am Ende des Tages ist unser Rahmschnitzel. Das Rahmschnitzel, ein Klassiker. Was kostet das aktuell? 17,50 Euro. 17,50 Euro. Und was denken Sie, wird das kosten ab kommendem Jahr? Naja, wenn wir die 12% aufschlagen, dann sind wir bei 19,60 Euro und das macht eine Steigerung von 2,10 Euro. Das ist nochmal enorm viel. Haben Sie da vielleicht auch Bedenken, dass das auch Menschen abschrecken könnte, die einfach sagen, ich meine, die Portionen bleiben gleich. Es bleibt ja alles im Grunde gleich, ne, am Ende, aber die Preise werden höher und da werden die Leute vielleicht auch zweimal nachdenken, oder? Definitiv, Gott, wir haben die Tendenz schon das ganze Jahr über, also der Sommer, wo wir unser Kerngeschäft haben, wo wir wirklich unsere regionalen, lokalen Gäste haben. Wir sind sehr auf Familien ausgelegt eigentlich und da merkt man schon, die halten sich zurück, ja, und man merkt schon, die einen oder anderen Plätze bleiben frei. Wenn Sie jetzt mal so zurückschauen, die Corona-Branche hat die Gastronomie natürlich stark gebeutelt. Das liegt jetzt aber doch schon ein bisschen in der Vergangenheit. Wenn Sie jetzt mal über diesen Zeitverlauf schauen, es gab dann eine Erholungsphase für die Gastronomie und jetzt kommt eben diese Mehrwertsteuererhöhung. Wie legt sich das dann nieder in Ihrer Praxis als Gastronom? Wir hatten es bisher, also sag ich mal so, diese 7% Mehrwertsteuer haben uns schon sehr, sehr geholfen. Ja. Gerade, man muss bedenken, es waren viele Betriebe waren geschlossen und dann musst du erstmal seine Mannschaft halten können. Das war sehr, sehr wichtig gewesen. Und in diesen 2 Jahren wurde dieser Puffer immer mehr genommen, um die definitiv gestiegenen Personalkosten abzufangen. Die Lebensmittelpreise steigen. Für mich trifft es auch ab 1.1. Ich habe es 3,5-fach an Energiekosten. Das sind Sachen, die konnte man bisher damit halt relativ gut puffern. Und so ist es noch nicht ganz so angekommen. Aber wie gesagt, wenn Sie heute für einen Rahmschnitzel dann 19,10 Euro und da ist noch keine Getränke dabei und das möchtest du, ja, du möchtest ja die Gäste erreichen. Du willst ja, dass sie eigentlich wöchentlich kommen. Ja, du bist ja jemand für den Alltag. Ja. Und das wird halt, man merkt das schon. Also das heißt, die Sorgen sind groß bei Ihnen? Definitiv, ja. Ach Gott, ich erinnere mich noch an Corona, wo ich mit Gästen diskutieren durfte über Masken und jetzt darf ich diskutieren über Preiserhöhungen und am Ende des Tages, ich stehe da und ich muss rechtfertigen, aber ich gebe diese 2,10 Euro, die gehen direkt weiter. Mhm. Ja. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, diese reduzierte Mehrwertsteuer auf 7% auf Speisen in der Gastronomie, die war ja als Entlastung gedacht, eben für die gebeutelten Betriebe in der Corona-Krise. Die Corona-Krise ist jetzt aber auch einfach vorbei. Das liegt in der Vergangenheit. Da kann man sich natürlich schon fragen, ist es denn überhaupt gerechtfertigt, seitens der Branche zu fordern, diese reduzierte Mehrwertsteuer beizubehalten? Weil es war einfach ein Instrument für einen bestimmten Zeitpunkt, für eine bestimmte Krise und die ist jetzt einfach nicht mehr Realität. Diese Diskussion gab es auch schon vor Corona. Also 7%, 19%. Und
Ja, es ist halt wirklich in der Zwischenzeit dann manchmal auch schwer vermittelbar, wenn ich Gäste habe, die Kuchen kaufen. Also die wollen Kuchen und ich habe keinen Kuchen, also gehe ich zum Bäcker oder zum Konditor, kaufe da Kuchen und dann, ja, selbst wenn ich keinen Cent verdienen möchte, muss ich 12% mehr verlangen. Das müssen Gäste halt, es wird schwer. Das ist klar. Das auf jeden Fall und vor allem auch Ihre Branche hat natürlich auch mit anderen Problemen zu kämpfen. Also Personalengpässe, Personalkosten, Energiekosten. Wie stellt sich das bei Ihnen so im Betrieb dar? Wie sieht das auch im Verhältnis vielleicht zu Umsätzen und so aus bei Ihnen? Also unser größter Posten sind definitiv momentan die Personalkosten. Ich habe 42%. Das, also 42%, 42% sind Personalkosten. Also das muss sich jeder überlegen. Das, was wir wollen... Wir wollten einen Mindestlohn. Es ist gut, die Leute sollen auch mehr verdienen. Man muss Geld ausgeben können, aber so schlägt sich das Ganze wieder. Und es muss halt auch jedem bewusst sein, Gott, wenn ich 1 Euro umsetze, gehen 42 Cent direkt an das Personal. Und Stichwort Energiekosten, wie handeln Sie das? Gute Frage. Ab 1.1., wie gesagt, habe ich es 3,5-fache. Und das muss man natürlich auf die Gerichte und auf die Gläser am Ende des Tages umschlagen, klar. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Mehrwertsteuererhöhung irgendwie zurückgenommen wird. Da gibt es zwar politische Bestrebungen, da reden wir auch gleich in der Sendung nochmal drüber, wie erfolgreich die vielleicht sein könnten oder auch nicht. Aber de facto ist es jetzt erstmal beschlossen. Es werden wieder 19% fällig in der Gastronomie auf Speisen. Muss man da irgendwie kreativ werden? Also wie gehen Sie damit um? Was denken Sie sich vielleicht auch aus? Gut, es gibt halt immer wieder die klaren Varianten. Schau dich nach Ersatzprodukten um. Versuch besser zu verhandeln mit deinen Lieferanten. Nur das wird auch immer schwieriger. Du wirst es weitergeben müssen, ja. Ob es dann halt wirklich auf diese 12% sind, weil da sind ja noch Preiserhöhungen, da kommen ja noch normale Sachen mit dazu, ja. Also ich habe schon großen Respekt vor diesem 1.1., ja. Denken Sie auch irgendwie darüber nach, ich weiß nicht, an den Öffnungszeiten zu drehen, vielleicht eine kleinere Karte, mittags weniger Angebot, weniger Personal in der Küche. Also haben Sie da irgendwie Ihre Stellschrauben, wo man sagt, da könnte ich hier und da noch ein bisschen? Es wird schwer. Gott, ich habe während Corona, bin ich auch einen anderen Weg gegangen. Wir haben keine Kurzarbeit angemeldet, aber Sie müssen ja einen Betrieb aufhaben. Mit geschlossen, wenn ein Betrieb geschlossen ist, die Öffnungszeiten runtergefahren sind, das wird ja nicht besser. Die Leute, du musst ja Umsatz generieren und der Druck, weil die ganzen Nebenkosten, ja, die sind, der wird immer höher. Und deswegen, du musst aufhaben, um diesen ganzen Kostendruck erstmal befriedigt zu bekommen. Ja. Jetzt ist in der Debatte auch immer wieder natürlich der Unterschied zwischen Individualgastronomen, nenne ich sie jetzt einfach mal, wie Sie es einer sind, und natürlich die Systemgastronomie. Also große Ketten, wo hinter vielleicht auch manchmal Investoren stehen, ja, wo einfach sehr viel Geld vorhanden ist. Die können natürlich auch solche Erhöhungen ganz anders abfedern, weil sie auch über die Masse einfach nicht alles direkt weitergeben müssen. Das ist natürlich eine Konkurrenz und da wird ja auch immer wieder aus der Branche gesagt, wie sollen wir bestehen können gegen diese Ketten. Allerdings muss man sich ja auch fragen, am Ende hat ja so ein normales Restaurant, ein inhabergeführtes Restaurant ja auch viele Vorteile. Ich sag mal so, der 70. Den feiert man ja jetzt nicht bei der großen Burgerkette, oder? Hoffentlich noch nicht in Zukunft, ja, aber das ist wirklich so. Also ich merke es auch momentan, jetzt, wenn es an diese besonderen Feiern geht, wo einem was wirklich besonders wichtig ist, da besinnt man sich dann doch wieder da will ich meine Qualität haben, da will ich die Menschen haben, die Service mit mir machen, ja, die mir mal in die Augen schauen und auch wirklich sagen, was verkaufen. Und das ist doch eigentlich auch das Schöne vom Betrieb und wen es hier jemand treffen wird, dann wird es, denke ich mal, hauptsächlich die Individualgastronomie treffen, weil, ja, wir können halt nicht einen Betrieb mit dem anderen ausgleichen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, trotz vielleicht der Widrigkeiten jetzt für Sie, aber vielen Dank, dass Sie hier waren. Das packen wir schon. Andreas Kimmel, herzlichen Dank. Ja, der Unmut in der Gastronomie erwartbar groß, die Sorgen auch groß. Wie soll man das alles stemmen? Hohe Energiekosten, Personalkosten und jetzt eben auch die erhöhte Mehrwertsteuer. Tatsächlich sind laut aktuellen Studien, zum Beispiel von Griff, mehr als 15.000 Betriebe, also Restaurants, Cafés in Deutschland pleite gefährdet. Und über diesen großen Zusammenhang in der Branche spreche ich jetzt mit meinem nächsten Gast und das ist Carsten Czeski, Chefvolkswirt bei der ING. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, Sie haben ja gerade das Gespräch auch schon mitbekommen. Der Unmut ist groß, die Sorgen vielleicht mitunter noch größer. Können Sie das nachvollziehen? Definitiv. Das Gastronomiegewerbe wurde natürlich von der Pandemie am stärksten getroffen, mit gezwungenen Schließungen.
hat auch zu tun mit den jetzt ja hohe Energiekosten, hohe Arbeitskosten und natürlich die gestiegenen Nahrungsmittelkosten. Ich kann das deutlich nachvollziehen. Trotzdem haben wir gesehen, wenn man sich das von, auf dem Makrogebiet anschaut, dass es halt in den letzten ein, zwei Jahren deutlichere Preisaufschläge gab, als die über die Kostensteigerung zu rechtfertigen wären. Also das heißt, es wurde mehr an den Kunden weitergegeben als gerechtfertigt. Wie belegt sich das? Da kann man halt, also das IFO-Institut hat selber eine Studie auch gemacht, wo man einfach schaut, okay, was waren jetzt die Kosten der, der produzierenden Kosten, ja, Vorleistungskosten. Und dann schauen die an, okay, wie stark sind die gestiegen und was sehe ich dann sozusagen an den Preisen, die den Kunden, dem Verbraucher gefragt wurden. Das Gleiche kann ich auch machen, wenn ich mir wirklich auf gesamtwirtschaftlicher Ebene halt anschaue, was war der Mehrwert, wie habe ich also für den Gesamtsektor Profite und Verluste gemessen. Und da sah man halt, dass in den Jahren 22 und auch 23, also ein starker Anstieg der Gewinnmargen kam, die jetzt nicht zu rechtfertigen oder zu erklären wären, nur mit den gestiegenen Kosten. Mhm. Nichtsdestotrotz, die Umsätze sind immer noch unter Vorkrisenniveau. Wenn wir uns das jetzt mal im Zeitverlauf anschauen, Einbruch, Krise, leichte Erholung, wo stehen wir heute? Wir stehen leicht unter Vorkrisenniveau, aber da geht es dann der Gastronomie eigentlich nicht besser als der Industrie oder der gesamten deutschen Wirtschaft. Denn ja auch die Industrie zum Beispiel steht noch mehr als 7% unter dem Vorpandemieniveau. Die deutsche gesamte Wirtschaft sitzt gerade mal wieder ungefähr auf dem Niveau von vor der Pandemie. Also die Gastronomie macht da keine Ausnahme. Und das sind natürlich jetzt auch nicht die einzigen Probleme, diese Mehrwertsteuer. Wir haben die hohen Energiekosten, Personalkosten. Das sind alles Themen, die es der Branche nicht leichter machen. Was halten Sie von diesen Schätzungen in Richtung auch Insolvenzen? Also da sind mehr als 15.000 Betriebe offensichtlich pleite gefährdet. So zumindest sagt es eine Studie von Griff. Wie ist das einzuordnen? Also wir machen jetzt keine einzelnen oder eigenen Schätzungen über Insolvenzen. Aber natürlich ist deutlich, die Sektoren, die schon durch die Lockdowns getroffen wurden in der Pandemie, die jetzt dann ein bisschen wieder eine Sonderkonjunktur hatten, als alles wieder aufging, die aber jetzt auch wieder im direkten Verbraucherkontakt natürlich darunter leiden, dass auch die Nachfrage, der Konsum in Deutschland relativ schwach ist. Das sind natürlich Sektoren, die jetzt auch im nächsten Jahr vor allem auch nochmal konfrontiert werden mit höheren Zinsen, einer abnehmenden Nachfrage. Und natürlich wird es dann oder kann es durchaus passieren, dass da dann auch Einzelunternehmen in die Insolvenz gehen müssen. Wenn wir uns jetzt gesamtgesellschaftlich nochmal die Lage anschauen, wir haben immer noch, Inflation ist immer noch ein Thema. Die Menschen halten ihr Geld mitunter zusammen. Wir sehen das an Konsumausgaben zum Beispiel. Wir sehen es aber auch eben in verschiedenen Restaurants. Natürlich muss man immer unterscheiden. In den Städten sind die meisten Restaurants gut besucht. Da ist das wahrscheinlich weniger ein Problem, aber im ländlichen Gebiet sieht das doch anders aus. Jetzt ist es mit Blick auf die Inflation natürlich eine Frage, die gerade kursiert, inwiefern diese Mehrwertsteuererhöhung ab kommendem Jahr sich vielleicht förderlich auf die Inflation auswirken könnte. Wie ist das einzuschätzen? Nicht so stark, ganz ehrlich. Wenn man sich das anschaut, jetzt in dem Inflationskorb, mit der die Gesamtinflation gemessen wird, da ist Gastronomie ungefähr 6%. Also jetzt, wenn wir wieder zurückkehren zu der normalen Mehrwertsteuer, dann würde das die Inflationsrate in Deutschland so um 0,1, 0,2 Prozentpunkte wieder nach oben drücken. Also das wäre angesichts der ganzen anderen Faktoren kein großer Unterschied. Mhm. Jetzt ist die Debatte nicht nur in der Gastronomie groß über die Mehrwertsteuer, auch in der Politik. Es regt sich Widerstand aus den Bundesländern in Berlin gegen diese Mehrwertsteuererhöhung. Ist das aussichtsreich, dass da vielleicht doch noch mal was gekippt werden könnte? Ja, wir suchen gerade alle verzweifelt 60 Milliarden Euro irgendwo. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt dieser Widerstand wirklich aussichtsreich ist. Ja, ganz deutlich, es gibt eine große Finanzierungslücke und da wird man jetzt in dieser Situation überhaupt nicht einen Rückzieher machen. Und das natürlich allgemein habe ich diese grundsätzliche Diskussion, muss ich Krisenmaßnahmen dann, wenn die Krise vorbei ist, nicht wieder zurückführen. Und das ist ja auch mal die Kritik gewesen an Einzelmaßnahmen, dass wenn ich mal eine Steuer senke, dass die nie wieder zurückgeführt werden kann. Also von daher haben wir eine grundsätzliche Diskussion darüber. Krisenmaßnahmen gehören zur Krise und müssen jetzt wieder zurückgeführt werden. Und wir haben aktuell noch das große Finanzierungslückenproblem in Deutschland, wodurch es meiner Meinung nach keine Aussichten hat, dass die Mehrwertsteuer nicht wieder zurückgeführt wird. Ja, das muss jetzt erstmal gelöst werden. Das ist ganz dringend auf der Agenda tatsächlich. Wenn wir uns die Verhältnisse einmal anschauen, wir sprechen von einem 60 Milliarden Euro Loch im Haushalt. Dagegen kostet diese Maßnahme mit der Mehrwertsteuersenkung etwas mehr als 3 Milliarden natürlich.
eher Peanuts im Vergleich, oder? Ja gut, Peanuts darf man als Banker sowieso nicht sagen, das Wort. Natürlich ist es eine kleine Sache, aber wo hört es dann auf? Der Einzelhandel wird auch Probleme haben. Die Bauindustrie, der Bausektor hat auch Probleme. Also das sind natürlich im Vergleich zu den 60 Milliarden sind das jetzt kleinere Beträge. Aber es wird ja darum gehen, um wieder zu einer einheitlichen Mehrwertsteuer zu kommen, um halt die Krisenmaßnahmen wieder abzubauen, um jetzt einfach wieder nach vorne zu schauen und eher zu investieren. Ich denke, wir brauchen das Geld auch in Deutschland, um zu investieren, um wirklich auch in die Transformation und in den Umbau der Wirtschaft zu investieren, anstelle von jetzt weiterzumachen mit Krisenmaßnahmen. Das heißt, auch die vergleichsweise kleineren Beträge, natürlich sind das, wir sprechen immer noch über mehr als 3 Milliarden Euro. Ne? Ja. Also das muss man natürlich auch schon sehen. Aber jetzt einfach mal im Verhältnis gerechnet mit den 60 Milliarden, sind das auch die trotzdem Stellschrauben, an denen man drehen muss. Wenn ich jetzt mit kleineren Beträgen auch noch wieder sozusagen dann wieder dazugeben würde, natürlich bringt das neue Erwartungen. Und dann gibt es auch andere Gruppen, andere Sektoren, die halt genauso getroffen sind von den hohen Energiepreisen, von der hohen Inflation, die dann auch eben mit ihrer Wunschliste kommen. Und dann werden wir halt immer mehr Finanzierungsprobleme haben. Also ich gehe einfacher, politisch auch, wäre es aktuell zu sagen, ich schere alles über einen Kamm. Ich habe wirklich nur diesen einheitlichen Mehrwertsteuersatz und das ist es. Vielleicht zuletzt noch mal eine ganz generelle Frage. Das System Mehrwertsteuer, ist das aus Ihrer Sicht ein System, das Zukunft hat? Es gibt ja immer wieder auch Stimmen, die sagen, wir müssen eigentlich dieses System mal ganz grundsätzlich anfassen und neu überdenken. Naja, ich meine, Mehrwertsteuer ist natürlich auch eine ganz wichtige Einnahmequelle für den Staat. Also genau in dieser Lage, in der wir gerade sind, wo wir über Schuldenbremse sprechen, über Finanzierungslücken sprechen, wenn ich erst eine Mehrwertsteuer abschaffe, dann muss ich überlegen, was für andere Steuern führe ich ein oder baue ich die Rolle des Staates noch mehr ab. Also ich finde es eine theoretisch abstrakte, super interessante Diskussion, aber in der jetzigen Lage absolut aussichtslos. Wir werden es weiter im Blick behalten. Carsten Pschesky, schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Ja, wir haben gerade auch sehr viel über die hohen Energiepreise in der Gastronomie gesprochen. Die treffen natürlich Betriebe und stellen auch Sie vor viele Fragezeichen, wie Sie das mitunter stemmen müssen. Aber die hohen Energiepreise hierzulande sind natürlich auch immer wieder ein Standortthema. Ist es noch attraktiv für bestimmte Industrien hier zu produzieren angesichts dieser Energiepreise? Und ganz vorne mit dabei in dieser Diskussion ist auch immer wieder die Stahlbranche. Sehr energieintensive Unternehmen arbeiten dort. Allerdings ist natürlich auch die Stahlbranche extrem wichtig für die Wirtschaft in Deutschland. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem nächsten Gast. Das ist Martin Brückner von der Rohstoffinformationsplattform Metflix. Hi. Wir wollen gleich nochmal über die generelle Stahlindustrie in Deutschland sprechen, auch die Transformation hin zu grünem Stahl. Also wie kann man das schaffen? Wie zukunftsfähig ist das am Ende? Nun hat aber auch diese Woche ThyssenKrupp, das ist ja Deutschlands größter Stahlproduzent, vermeldet, eben durch hohe Abschreibungen Milliardenverlust gemacht zu haben. Wie ist das einzuordnen? Wo sind da die Probleme bei Thyssen? Ja, die Probleme sind leider im Stahl. Blöd für einen Stahlhersteller, aber man muss auch dazu sagen, ThyssenKrupp ist ja nicht nur ein reiner Stahlhersteller. Die bauen U-Boote für die Marine und Fregatten, die sind in der Autozuliefererindustrie tätig, machen aber immer noch rund ein Drittel ihres Umsatzes in Stahl, von den insgesamt 37,5 Milliarden Umsatz, die sie gemacht haben, aber eben auch 2 Milliarden Verluste. Und da ist dann einfach das Hauptthema ein konjunkturelles. Also es ist einfach so, man kann ein Stahlwerk nicht einfach so runterfahren, wenn die Konjunktur nicht gut läuft. Also will sagen, die Stahlpreise sinken dementsprechend, weil sehr viel Angebot auf den Markt kommt. Und darunter leidet ThyssenKrupp im Moment massiv. Und dann ist noch das zweite Thema eben der grünen Transformation, was Sie gerade angesprochen haben, eben das Thema, dass ThyssenKrupp und die anderen Stahlhersteller CO2-neutral werden wollen und müssen. Genau, und ThyssenKrupp möchte das auch. Wie genau soll diese Transformation stattfinden? Worüber reden wir da? Vor allem mal über viel Geld, über viel Energie. Und eine komplette Umstellung des Produktionsprozesses. Man hört ja sehr viel über den berühmten grünen Wasserstoff bzw. blauen Wasserstoff, also Wasserstoff, der mit hohem Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Das ist eine Riesenaufgabe, erstmal dafür die Kapazitäten herzustellen, denn dann kann man den ganzen Produktionsprozess auch umstellen dahingehend, dass man nicht mehr mit Kokskohle dafür sorgt, dass aus Eisenerz Roheisen und danach
nachher Stahl wird, sondern dieser Prozess über grünen Wasserstoff geregelt wird. Und was müsste da ganz konkret in der Produktion umgestellt werden, wenn man sagt, also wie einfach oder eben auch schwer ist das tatsächlich? Ja, wir reden von 7 Milliarden Euro allein für ThyssenKrupp. Das ist die Zahl, die da im Raum steht. Es müssen komplett neue Stahlwerke im Prinzip gebaut werden. Also der Klassiker eben, dass in das Roheisen Kokskohle eingefügt wird, damit auf diesem Wege der Sauerstoff aus dem Roheisen kommt und sich dann am Ende im negativen Fall zu CO2 verbindet. Und das ist ja das Problem. Wird komplett umgestellt durch eben grünen/blauen Wasserstoff, so ist ja die Bezeichnung, um diesen Prozess CO2-neutral zu gestalten. Also sprich einmal komplett neue Stahlwerke, auch nicht mehr solche, die mit konventionellen Energien versorgt werden, sondern auch sogenannte Elektrostahlöfen. Also im Prinzip durch Strom, aus erneuerbaren Energien wird dann auch das Roheisen geschmolzen. Wenn wir jetzt über grünen Stahl sprechen, der sozusagen in der Zukunft ja wahrscheinlich erstmal mehr kosten wird, zumindest in der Anfangsphase. Wie ist das denn möglich, dass man diesen grünen Stahl eben auch wettbewerbsfähig hält international? Der entscheidende Faktor ist eben die billige grüne Energie. Wenn man Wasserkraft hat, wie die Norweger zum Beispiel, ist das alles ein bisschen einfacher. Wir müssen halt entsprechend durch Windenergie müssen wir die Kapazitäten schaffen. Und das wird unfassbar viel werden. Das wird unfassbar hohen Aufwand bedeuten. In der Zwischenzeit versucht man sich in Europa zum Beispiel mit Regulierungen zu behelfen. Es geistert immer wieder die Abkürzung CBAM herum. Also sprich ein nicht grünes Material, ein nicht grüner Stahl nach Europa kommt, wird er mit einer Art Steuer belegt. Also das spricht dann natürlich vor allem die weltführenden Chinesen an, wodurch dann deren Stahl teurer wird, weil er eben nicht so umweltfreundlich ist. Okay, also da ist noch ein Weg zu gehen, auch wahrscheinlich Lösungen wird man da noch ringen, wie man das dann eben auch einfach gestalten kann. Nichtsdestotrotz noch mal ganz kurz zurück zu ThyssenKrupp. Angesichts dieser ganzen Problemlage auch, ist immer wieder ein geplantes Joint Venture in der Debatte. Was genau wird da geplant? Und ich nehme es schon mal vorweg, es wird mitunter auch kritisch betrachtet. Warum? Ja, es wird sicherlich kritisch betrachtet. Man möchte natürlich am liebsten alleine weitermachen und erfolgreich weitermachen, das ist keine Frage. Aber auf der anderen Seite sieht man ja die Probleme, dass immer wieder, wenn ThyssenKrupp in die Verlustzone rutscht, dann hängt das am Stahl, eben an diesem sehr, so sagt man, zyklischen Material beziehungsweise der zyklischen Nachfrage. Die Suche nach einem Investor dauert ja schon Jahre an, um dieses Problem zu lösen. Und der letzte im Bunde, kann man sagen, ist ja der Herr Kretinsky, ein Milliardär aus Tschechien, ein wirklicher Self-Made-Milliardär. Und der ist offenbar bereit, aber das ist auch jemand, der hart verhandeln kann und der wird mit Sicherheit einen guten Zeitpunkt wählen, um einzusteigen. Und der scheint ja jetzt zu sein, denn wenn ein Unternehmen Verluste macht, dann drückt das im Allgemeinen auf die Kaufpreise. Er hat ja schon mal sehr erfolgreich in Ostdeutschland ein Braunkohlekraftwerke gekauft von Vattenfall damals und hat quasi nochmal neben der Übernahme eine Milliarde von Vattenfall gekriegt, damit das überhaupt genommen hat. Und in so eine Richtung könnte das natürlich auch gehen. Was vielleicht an der Stelle noch sehr spannend ist, auf Krupp-Seite gibt es, war ja schon immer eine sehr starke Arbeitnehmerbeteiligung gegeben. Und der jetzige Betriebsratsvorsitzende ist der Herr Nasikol. Und der hat auch noch einen Bruder bei ThyssenKrupp, der ausgerechnet für diesen Transformationsprozess, es ist der CTO, dessen Bruder Çetin Nasinkol ist ebenfalls verantwortlich. Also das wird eine spannende Runde werden, die beiden Brüder zusammen mit Herrn Kretinsky. Man darf gespannt sein, aber da wird knallhart verhandelt und wahrscheinlich wird es ein ziemlich günstiger Deal, würde ich mal vermuten. Okay, wir werden das natürlich auch im Auge behalten. Vielleicht ganz zum Schluss noch mal eine ganz kurze Einschätzung. Zukunft Stahlindustrie Deutschland, wie sind da die Aussichten aus Ihrer Perspektive? Weiterhin positiv. Wenn man an die gesamte Automobilindustrie glauben möchte, dann auf jeden Fall. Denn es braucht hochwertige Stähle, die immer leichter werden und auch eben so die grüne Mobilität unterstützen, wo es ja auch um Gewicht geht. Von daher hochwertige Stähle, CO2-neutral produziert, dann passt das. Okay, also noch einiges auf dem Tableau. Vielen Dank, Martin Brückner, dass Sie heute hier waren.
Ja, in der Stahlindustrie noch einige offene Fragezeichen, aber der Fortschritt geht natürlich voran in der Wirtschaft auch. Es wird an Lösungen gerade gearbeitet mit Hochdruck für die Wirtschaft. Natürlich das klaffende Finanzloch im Haushalt, darüber wird weiter debattiert, wie man das jetzt auf die Schnelle lösen kann. Alles Probleme im Moment in der Wirtschaft, aber es geht natürlich auch immer voran. Das müssen wir natürlich auch an dieser Stelle mal betonen. Nichtsdestotrotz, heute eines der Hauptthemen, die Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie. Viele Gastronomen blicken darauf mit Sorge ab kommendem Jahr, weil das natürlich am Ende vielleicht auch Kundinnen und Kunden weg- oder ausbleiben lassen könnten. Und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ich sage Tschüss und bis bald.